Herzlichen Dank, Marcel, für die freundliche Einleitung und Vorstellung. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Gratulation zu 25 Jahren IFO. Tolle Sache, wunderbarer Kooperationspartner auch für uns, sowohl für mein Institut, das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, wie auch als Kollegen an der TU Dresden. Wir haben da doch einiges gemacht zusammen und darauf schaue ich gern mit Freude zurück. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wir, meine Kollegen aus meinem Institut und ich, waren seit einiger Zeit dabei in Johanngeorgenstadt, der Schrumpfung an der Peripherie, so der Titel des später erschienenen Buches, nachzuspüren. Wir wollten die Folgen des demografischen Wandels und seiner Folgen auch für die Daseinsvorsorge, Entwicklung verstehen lernen, Verhältnisse vor Ort studieren, wie sie uns, wie wir meinten, in einigen Jahrzehnten überall in Deutschland begegnen würden. In einer ehemaligen Uranbergbauregion, die bis in die frühen 50er Jahre hinein durch den rigorosen Uranabbau arg gebeutelt worden war. In einer Region, die ehemals 100.000 Arbeitsplätze bereitstellte. Eine Region mit erheblichen Umweltproblemen und Gesundheitsbelastungen. In einer Stadt, deren Einwohnerzahl nach dem Boom um 1950 auf ein Achtel zurückgegangen war. In einer Stadt, von der man sagte, sie sei überaltert, weil die jungen Leute weggezogen und nur die Alten geblieben waren. Und wir versuchten herauszufinden, was getan werden müsse, um die enormen Herausforderungen zu bewältigen, gemeinsam mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden, ihren Verwaltungen, vielen aktiven Bürgerinnen und Bürgern. Da war in einem frühen Montagmorgen Überraschendes im Radio zu hören. Der Bundespräsident hatte in einem Interview davor gewarnt, die, wie er sagte, großen Unterschiede in den Lebensverhältnissen in Deutschland einebnen zu wollen. Brandenburgs Ministerpräsident hielt dagegen, es sei nicht zu akzeptieren, dass es Regionen mit 20% Arbeitslosigkeit auf Dauer geben sollte. Und Sachsen-Anhalts Regierungschef erinnerte an das Ziel, wie er sagte, gleichartiger Lebensverhältnisse im Grundgesetz. Da hatte der Bundespräsident etwas angesprochen, was uns Raumwissenschaftler bei der täglichen Arbeit aufs Tiefste berührte, den Widerspruch zwischen dem, was als Ziel in politischen Sonntagsreden Tag ein, Tag aus gepredigt wurde und was wir Tag für Tag angesichts der Übermacht von Problemen vor Ort erlebten. Der Anlass für die öffentliche Kontroverse war, wie so oft, harmlos. Der Bundespräsident war gefragt worden, ob man nicht nach so langer Zeit der Einheit in Deutschland so viel Ehrlichkeit aufbringen müsse, den Menschen beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern zu sagen, dass sich dort nie wieder Industrie ansiedeln werde. Seine Antwort, ich zitiere, und ich habe sie Ihnen hier aufgeschrieben, solche Prognosen kann niemand seriös abgeben, aber unabhängig davon gab und gibt es nun einmal überall in der Republik große Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Und jetzt kommt die zentrale Aussage, wer sie einebnen will, zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ereignis fand im September 2004 statt, also vor genau 14 Jahren. Der Bundespräsident hieß damals Horst Köhler, er hatte sich im Fokus geäußert und die beiden Regierungschefs von Brandenburg und Sachsen-Anhalt hießen Platzeck und Böhmer. Längst vergangene Zeiten? Nein, über die Gleichwertigkeit, wie viele meinen Gleichartigkeit, siehe das Zitat von Herrn Böhmer, der Lebensbedingungen in Deutschland wird seit Langem und immer wieder heftig gestritten. Und kürzlich, im Mai diesen Jahres, eine Studie des WZB, wo auch die Untersuchung der Spaltung innerhalb unserer Städte weiter vorangeschritten ist. Die Kollegen kommen zu dem Ergebnis, dass damit auch eine räumliche Segregation verbunden ist und das, was man in vielen anderen Ländern der Erde sagen kann, auch hier so langsam oder mehr und mehr zutrifft, nämlich sag mir, wo du wohnst und ich sag dir, wer du bist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will fünf Punkte ansprechen. Grundlagen,
Zum einen gleichwertige oder gleiche Lebensverhältnisse, das nur zur kurzen Klarstellung. Dann einige regionale Unterschiede aufzeigen und die Frage stellen, ist das alles unzumutbar oder doch in Teilen akzeptabel? Entwicklungstrends, Herausforderungen der Zukunft aufzeigen, Erfahrungen, gute Ansätze, aber was kommt danach? Und schließlich einige Perspektiven ansprechen, was zu tun ist. Bleiben wir beim ersten Thema, die Grundlagen. Grundgesetz, Herr Böhmer hatte das zitiert, steht nichts von gleichen Lebensverhältnissen. Und es werden auch keine gleichwertigen Lebensverhältnisse als Staatsziel gefordert, sondern es wird quasi eine zusätzliche Hürde für den Staat aufgebaut, wenn er im Bereich der Wirtschaft zum Beispiel investieren will. Nämlich, es steht da auf den Gebieten des Artikels 74, brauchen wir im Moment nicht weiter zu diskutieren, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Steht nichts von Handlungsauftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Das nur zur Klarstellung. Und ein Kollege Edmund Brandt von der Universität Braunschweig hat das kürzlich auch in einem Artikel in Informationen zur Raumentwicklung nochmal deutlich gemacht. Es gibt diesen gesetzgeberischen Auftrag nicht. Es ist eine zusätzliche Hürde. Es geht nicht um Einheitlichkeit. Es geht aber trotzdem auch nicht um Tatenlosigkeit des Bundes, sondern er hat einerseits die Raumordnung als ein Instrument und zum Zweiten kann er einen gewissen Auftrag auch durch das Sozialstaatsprinzip oder die Verpflichtung des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, ableiten. Schauen wir also ins Raumordnungsgesetz und dort steht es dann tatsächlich auch als eine Leitvorstellung in § 1 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes, Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1, das ist die Ordnung, Entwicklung des Raumes, ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt, also das Nachhaltigkeitsprinzip, und zu einer dauerhaft großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt. Und es geht dann im Paragraph 2 noch weiter bei den Grundsätzen, also allgemeinen Vorgaben für die Raumordnung, die keine Verbindlichkeit haben, geht es um ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische, kulturelle Verhältnisse und die nachhaltige Daseinsvorsorge, also dieser Begriff in dem Zusammenhang auch. In der Bundesrepublik haben wir uns, und ich komme später darauf zurück, ein wunderbares Planungssystem aufgebaut mit einer Vielzahl von Akteuren, Plänen auf den unterschiedlichen Ebenen etc. Insofern also auch müssten wir für die Umsetzung dieses Auftrags nach gleichwertigen Lebensbedingungen oder Lebensverhältnissen gut gerüstet sein. Erstes Fazit, Zwischenfazit vielleicht. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse, nicht um gleiche Lebensverhältnisse. Das kann man nicht oft genug betonen, denn insbesondere in der Politik wird dieses häufig dargestellt. Das Grundgesetz hat keinen direkten Auftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Das Sozialstaatsprinzip ist eine Grundlage für die Wahrung von Mindeststandards. Das heißt, in diesem Bereich ist zu diskutieren. Und im Raumordnungsgesetz gibt es den Auftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen für alle Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Mit einem differenzierten System der Raumplanung haben wir da die Grundlagen geschaffen. Aber wir haben eine komplexe Aufgabe dabei zu bewältigen mit einer Vielzahl von Akteuren. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt meiner Ausführungen, nämlich schauen wir uns die regionalen Unterschiede an. Und da brauche ich gar nicht auf unsere eigenen Studien zum Beispiel zu Flächennutzung oder Ähnlichem zurückzugreifen. Die ähnlichen Unterschiede
darstellen, sondern ich will einfach ein bisschen Werbung machen für ein wunderbares Buch, sozusagen ein Nachschlagewerk zum Thema regionale Ungleichheit, das ich nur jedem empfehlen kann, im Internet herunterzuladen. Das ist der Raumordnungsbericht 2017 mit dem Thema, mit dem Schwerpunktthema Daseinsvorsorge sichern. Also genau das Thema, um das es uns hier geht. Er müsste eigentlich relativ leicht verdaubar sein. Er hat 140 Seiten, 13 Abbildungen, 49 Karten dabei und 9 Tabellen, also sehr viel anschauliches Material. Er kommt zu 15 zentralen Ergebnissen, 28 grundlegenden Empfehlungen und 7 Empfehlungen zum weiteren Forschungsbedarf. Man hätte sie vielleicht noch ein bisschen prägnanter formulieren können, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mut haben können. Aber zunächst mal ist es ein gutes Nachschlagewerk, um sich die Verhältnisse anzuschauen. Und daraus will ich eigentlich im Folgenden auch im Wesentlichen zitieren. Es gibt große regionale Unterschiede in der Bundesrepublik, auch, aber nicht ausschließlich zwischen Ost und West, das ist ja eines der Themen, sondern zwischen Nord und Süd, zwischen Stadt und Land und auch weitere Aspekte kommen mit hinzu. Die Funktionen von Räumen, die Frage altindustrialisierter Regionen etc. spielt eine Rolle. Hier sehen wir, ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen, es ist relativ hell im Raum. Ansonsten laden Sie es einfach runter, da finden Sie die Karten und dann haben Sie den Genuss, das auch etwas genauer sich anzuschauen. Hier sehen Sie die Bevölkerungsentwicklung von 1990 bis 2015 in Deutschland. Blau bedeutet Schrumpfung, Bevölkerungsabnahme, rot Bevölkerungszuwachs. Was Sie sehen, ein deutlicher Ost-West-Unterschied, das ist klar. Wir haben die Speckgürtel um die großen Städte, auch wirtschaftlichen Zentren, die können Sie in Ostdeutschland auch sehr gut sehen. Teilweise gehören mittlerweile auch die Städte ja selbst dazu, wie Sie wissen. Und es gibt dann auf der anderen Seite auch Schrumpfung in vielen Gebieten in Westdeutschland. Nehmen Sie den Bayerischen Wald, nehmen Sie das Ruhrgebiet, nehmen Sie das Saarland, die altindustrialisierte Regionen oder den Schwarzwald und einige andere mehr. Brennpunkte des Zuwachses auf der anderen Seite im Norden, im Nordwesten, insbesondere Vechta, Papenburg. Wenn man dort über demografischen Wandel diskutieren will, dann interessiert das keinen. Ich habe es vor einigen Jahren mal mit Landräten dort zu tun gehabt. Da war dieses Thema absolut kein Thema. Und in Bayern, in einigen Teilen Bayerns ähnlich. Wenn wir uns das etwas genauer anschauen, dann können wir sagen, zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland haben wir, wenn man die Entwicklung sich anschaut, zwischen in den insbesondere 90er Jahren und dann ab 2005 bis 2015, dann haben wir Veränderungen, die bedeutsam sind, nämlich der Anteil der Gemeinden, die im Prinzip einen Bevölkerungsverlust haben, geht insbesondere in den Großstädten, Mittelstädten, aber auch in den größeren Kleinstädten zurück, ist zurückgegangen in Ostdeutschland und ist auf der anderen Seite aber anhaltend in den kleineren Städten, Landgemeinden und auch, wenn man alles zusammennimmt. Also eine durchaus dramatische Situation. Bei den Großstädten können wir mittlerweile sagen, die Stadtentwicklung floriert wieder und ist insofern nicht mehr das Problem, wie es vor einigen Jahren war. Wenn wir nach Westdeutschland schauen, dann sehen wir, dass auch dort Schrumpfung festzustellen ist, allerdings auch gestiegen ist in Teilen. Allerdings, wenn man das mit der Situation in Ostdeutschland vergleicht, kann man sagen, ist das recht harmlos. Das sind kleine wenige Prozentwerte, maximal 12% in einer der Kategorien bei den ganz kleinen Gemeinden. Ansonsten eigentlich wenig Problematik. Das sind Zahlen, die vor der großen Flüchtlingswelle 2015 gemessen wurden. Und insofern also auch hier nicht mehr ganz aktuell sind, aber trotzdem die Tendenzen stimmen. Was wir hier haben, das ist die Situation in den
in Bezug auf die Arbeitsplatzsituation, den Rückgang der Beschäftigtenzahlen. Und hier haben wir insbesondere in Ostdeutschland in den blauen Regionen einen Rückgang festzustellen. Aber wenn wir den Arbeitsplatzbesatz, also Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner uns hier anschauen, dann verschwimmen die Größenordnungen durchaus. Vor allem die Unterschiede zwischen Ost-West. Wir haben weitere Dinge, und jetzt muss ich doch von meinem Computer hier ein klein wenig rübergehen, weil die Präsentation ist relativ klein hier drauf. Das können Sie kaum nachvollziehen, aber es wäre gut, man könnte es ein kleines bisschen größer haben. Vielleicht aber doch mit Mikrofon, damit ich Ihnen da nichts Falsches sage. Funktioniert so, ja. Wenn wir uns die Situation anschauen bei der Kinderbetreuung, dann sehen wir natürlich die traditionellen Unterschiede mit sehr guter Ausstattung im Osten gegenüber dem Westen. Aber bei den 3- bis 6-Jährigen verschwimmt das dann auch schon wieder. Dort spielen dann ganz andere Faktoren eine Rolle. Ähnlich die Situation bei den Schulabgängern nach Abschluss, auch nur um ein paar wenige Aspekte hier auf die Bildungssituation zu werfen. Abgänge mit Abitur oder Fachhochschulabschluss, durchaus in vielen Teilen Ostdeutschlands keine schlechte Situation, zumindest nicht schlechter als in den guten Gebieten in Westdeutschland. Allerdings haben wir nach wie vor, und wenn man hier noch Schleswig-Holstein mit einrechnet, dann sehen Sie durch das Dunkelrot die Abgänger ohne Hauptschulabschluss. Die sind ein großes Problem für die zukünftigen Entwicklungstendenzen in der räumlichen Entwicklung in der Bundesrepublik. Weiterer Punkt, die beruflichen Ausbildungskapazitäten. Auch hier gewisse Unterschiede, die deutliche Unterschiede auch zwischen Ost-West erkennen lassen. Allerdings ist das eine Situation auf der linken Seite 2000. 2016 sieht die Situation wesentlich anders aus. Dort haben Sie mittlerweile auch in vielen Teilen Ostdeutschlands, gerade Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, wesentlich mehr Lehrstellen, als sie Bewerber haben. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie in den letzten Jahren natürlich auch einen Exodus junger Bevölkerung hatten. Schließlich vielleicht noch ein Aspekt in Bezug auf den Versorgungsgrad bei Hausärzten. Auch hier ein interessantes Bild, das viele Interpretationen zulässt. Der Versorgungsgrad rot dargestellt, das sind nur ganz wenige Bereiche bis unter 75%, wo quasi Versorgungsnotstand herrscht. Ansonsten auch in durchaus einigen ostdeutschen Gebieten durchaus noch nach wie vor eine sehr gute Versorgung. Allerdings wissen wir auch, dass viele Hausärzte in der Zukunft ihre Praxen aufgeben und die Situation sich verändern wird. Schließlich die Bettenversorgung in den Krankenhäusern, auch hier mehr das Thema der Gegensätze zwischen Stadt und Land, wenn man es vielleicht so sagen will. Das heißt, es gibt große regionale Unterschiede, das hatten Sie jetzt vielleicht an den Karten doch auch sehen können. Aber die Frage, die wir stellen müssen, ist, klagen wir hier vielleicht auch auf zu hohem Niveau? Und dazu einige wenige Angaben auch, nämlich für 72% der Bevölkerung ist der nächstgelegene Supermarkt in fußläufiger Entfernung zu erreichen. Das muss man durchaus auch in Großstädten, liegt es bei 92%, in Landgemeinden allerdings, hier kommt der Stadt-Land-Gegensatz zum Tragen, bei nur 37%.
Wenn man die Fußläufigkeit von Schulen, insbesondere Grundschulen, Sekundarschulen anschaut, dann sehen Sie das auf diesen Karten dargestellt. Links Grundschulen, dann die Sekundarstufe 1. Dort gibt es nach wie vor Schwierigkeiten, aber wenn wir in den Bereich der Sekundarstufe 2 gehen und die Erreichbarkeit mit dem Pkw uns anschauen, dann sind es immerhin 99% der Schüler, die in weniger als 20 Minuten ihre Schule erreichen können. Also nicht ganz so schlecht, wie wir manchmal meinen, auch da kommt die Wahrnehmung dann zum Tragen. 92% der 18- bis 24-Jährigen können bei einer maximalen Fahrzeit von 20 Minuten mit dem Pkw mindestens 5 berufliche Schulen erreichen. Und bundesweit können 73% der Bevölkerung einen Hausarzt fußläufig erreichen. Also auch das sind Angaben. Man kann es natürlich von der anderen Seite sehen, 27% haben dieses Privileg nicht. Aber wenn man sich die Fahrzeiten anschaut, sind sie auch nicht so schlecht. Wenn man die Krankenhausversorgung anschaut, sieht das ähnlich aus. Bei bundesweit können 95% der Bevölkerung das nächste Krankenhaus in maximal 20 Minuten mit dem Pkw erreichen. Also die Frage, ist das vielleicht doch ganz gar nicht so schlecht? Und worauf das zurückzuführen ist, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass seinerzeit Walter Kristaller eine Dissertation geschrieben hat zu dem Thema die zentralen Orte in Süddeutschland. 1933 abgegeben und später zunächst vom Nationalsozialismus vereinnahmt, aber danach in der neuen Bundesrepublik dann auch zu einem der Pfeiler der Raumordnungspolitik gemacht. Diese Theorie zentraler Orte hat letztendlich zur Ausweisung von zentralen Orten in der Bundesrepublik geführt. Und Sie sehen hier die Situation der zentralen Orte auf den unterschiedlichen Stufen. Je höher Oberzentrum sozusagen, hat die spezialisiertesten Angebote, auch Dienstleistungsangebote, Daseinsvorsorge, Mittelzentren, Unterzentren und es gibt in einigen Bundesländern ein noch weiter durchgestuftes System. Dieses ist durchaus mitverantwortlich dafür, dass wir doch relativ gute Verhältnisse in der Bundesrepublik haben und durchaus hier bessere als in vielen anderen Ländern der Welt. Das spiegelt sich dann auch wieder bei der Erreichbarkeit von Oberzentren. Da haben wir immerhin 66% der Bevölkerung, die in weniger als 30 Minuten ein Oberzentrum erreichen kann mit dem Pkw. Bei dem ÖPNV sieht es allerdings wesentlich schlechter aus. Das sehen Sie hier, nur die Hälfte der 66% kann mit dem ÖPNV ein Oberzentrum erreichen. Und ähnlich ist die Situation bei den Mittelzentren, wenn man die noch mit in das System mit hineinnimmt. Wenn man diese Aspekte zusammenfasst, dann kann man sagen, es gibt in Deutschland große regionale Unterschiede bei der demografischen, wirtschaftlichen Entwicklung sowie bei der Daseinsvorsorge. Unterschiede bestehen zwischen Ost und West, Nord und Süd sowie zwischen Stadt und Land. Trotzdem sind die Erreichbarkeiten von Einrichtungen der Daseinsvorsorge im Allgemeinen gut und das Versorgungsniveau der Bevölkerung erreicht ein international vergleichsweise hohen Stand. Das habe ich jetzt nicht im Einzelnen dargestellt, aber Sie können es mir glauben. Das System der zentralen Orte bildet eine wesentliche Stütze der Daseinsvorsorge in Deutschland. Der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung profitiert davon. Komme ich zu meinem dritten Punkt, Entwicklungstrends. Was sind die Entwicklungstrends, auf die wir uns einzustellen haben? Ich brauche hier bei einer Veranstaltung des IFO-Instituts nicht viel über den demografischen Wandel zu sagen. Schrumpfung, Alterung, Internationalisierung. Gestatten Sie mir trotzdem auch hier nochmal ein bisschen Werbung für den Raumordnungsbericht 2017 zu machen. So sehen die Tendenzen und die Prognosen bis 2035 aus. Also durchaus die Ost-West-Unterschiede noch deutlich zu erkennen, auch in den kommenden Jahrzehnten.
Allerdings auch mit steigenden Tendenzen, dass sich Keile in die bundesrepublikanische Landschaft hineinziehen, in denen wir weiterhin mit Schrumpfung zu rechnen haben. Die andere Situation bei der Alterung, bei weitem nicht so heterogen, anders zu sehen. Die Änderung des Durchschnittsalters bis 2035, natürlich überwiegend in der Bundesrepublik eine Erhöhung. Und bei den Hochbetagten haben wir einige Schwerpunktregionen, in denen ein besonderer Handlungsbedarf auch bestehen wird. Und schließlich ein Phänomen, ich denke, das ist auch schon angesprochen worden, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung im Jahr 2011 in Prozent. Sie sehen deutlich den Ost-West-Unterschied und stellen sich vor, wir hätten die Verhältnisse tatsächlich hier, wie Sie in Mannheim sind, mit 30 oder mehr Prozent der Bevölkerung, die Ausländer sind. Ich weiß nicht, wie die Politik dann reagieren würde, wie die Bevölkerung darauf reagieren würde. Ich denke, es ist eine Tragödie, das, was momentan in Ostdeutschland passiert, wenn wir sehen, dass da auch die Wahrnehmung von der Realität extrem abweicht. Wir dort Probleme herbeireden bzw. uns schaffen, auf die wir gut verzichten könnten. Wirtschaftlicher Wandel, Globalisierung, Dienstleistungen, Qualifikation, auch ein Thema. Hier die Entwicklung der Erwerbspersonen bis 2035. Auch da sehen Sie Rückgänge in dunkelblau. Und schließlich müssen wir auch den technologischen Wandel mit berücksichtigen. Internethandel ist das eine mit den neuen Anforderungen an Logistik, Logistikkonzepte. Als Direktor des Instituts für ökologische Raumentwicklung sehen wir natürlich die Verpackungsindustrie dort auch am Zuge, neue Konzepte zu entwickeln, denn sowohl die Wege, die zurückgelegt werden, wie auch die Verpackungen sind ein Problem. E-Governance spielt eine Rolle, autonomes Fahren. Die Frage mit dem autonomen Fahren, werden wir da einige Probleme des ländlichen Raums, der ländlichen Räume und der Mobilität in ländlichen Räumen in der Zukunft leichter bewältigen können? Ich glaube, das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Und das Thema Industrie 4.0. Industrie 4.0, also Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und die Möglichkeit, auch umwelteffizienter zu produzieren, ist ein Thema. Aber für Industrie 4.0 oder auch für andere Dienstleistungen brauchen wir natürlich, wie Telemedizin, IT-Services und so weiter, brauchen wir natürlich ein leistungsfähiges Internet und leistungsfähige Verbindungen. Und wenn Sie Breitbandversorgung mit 50 Megabit pro Sekunde nur anschauen, dann sehen Sie, dass nicht nur Ostdeutschland insgesamt etwas schlechter wegkommt, sondern insbesondere die ländlichen Räume dort abgehängt sind. Und das wird in der Zukunft auch große Probleme bedeuten, denn wir haben bereits Unternehmen in Deutschland, die nach Industrie 4.0 auch arbeiten, Schwarzwald in anderen Bereichen. Das wird so ohne weiteres, die Potenziale werden die ländlichen Regionen in Ostdeutschland so ohne weiteres nicht nutzen können. Ja, also haben wir es mit neuen Herausforderungen zu tun. Möglicherweise ergeben sich neue Chancen, aber die Chancen sind ungleich verteilt und dies, glaube ich, müssen wir stärker berücksichtigen. Erfahrungen. Was sind die Erfahrungen in diesem Bereich? Ich denke, es gibt eine Reihe von guten Ansätzen, aber was dann? Begonnen mit den Raumordnungsplänen. Raumordnungsplänen, ich hatte schon auf das ausgefeilte Raumordnungssystem mit Landesplanung, Regionalplanung, Kommunalplanung hingewiesen, mit den Landesraumordnungsprogrammen, Regionalplänen, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan. Ich will jetzt hier auf die Details nicht eingehen. Der Bund hat dort wenig Kompetenzen, nur in einigen Bereichen und kann aber mit Leitbildern durchaus steuern. Das hat er auch getan.
oder versucht es zu tun, nämlich mit dem Leitbild Daseinsvorsorge sichern, was auch Gegenstand dieses Raumordnungsberichts ist, den ich bereits genannt habe. Und wenn Sie das sich hier erneut anschauen, dann sehen Sie, dass es insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in Bereichen von Nordbayern, in Südniedersachsen, im Bayerischen Wald etc. Gebiete gibt, wo demografisch bedingter Handlungsbedarf recht hoch ist. Es gibt andere Bereiche, orange dargestellt, wo er als niedrig eingeschätzt wird. Das ist übrigens eine Einschätzung einer Expertengruppe, die unter anderem auch von unserer Akademie für Raumforschung und Landesplanung mitgetragen wurde. Und Tragfähigkeit der Daseinsvorsorge, auch hier sind besondere Schwerpunkte der Handlungsfelder auszumachen. Tragfähigkeit sichernde Oberzentren als Aufgabe oder die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, die hier zum Gegenstand gemacht wird. Wir haben dann auf der Landes- und Regionalebene die Landesentwicklungspläne oder Programme, Regionalpläne, hier die Beispiele aus Sachsen und hier aus der Region. Was wir feststellen, wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, dann sehen wir, dass die Räume mit besonderem Handlungsbedarf nur zwei Aspekte berücksichtigen, nämlich Bergbau, Folgelandschaften und grenznahe Gebiete. Ich glaube, das geht an den Realitäten vorbei und hier müsste wesentlich mehr getan werden. Hier hat meiner Ansicht nach die Landesregierung, nicht nur in Sachsen, sondern in anderen Bundesländern, einen Handlungsauftrag. Wenn man in die Texte reinschaut und hier eine Analyse mal über die unterschiedlichen Bundesländer geschaut, welche Bereiche der Daseinsvorsorge angesprochen werden, entweder auf dem, mit Zielformulierungen, Zielformulierungen sind rechtlich verbindliche, umsetzbare, konkrete Ziele, wohingegen das G für Grundsätze steht, was allgemeine Leitlinien für die Raumentwicklung nur sind. Blau ist das, wo sind die Punkte, die in den einzelnen Landesentwicklungsprogrammen erwähnt werden, behandelt werden. Rot, dort, wo die Fehlstellen sind. Und wenn wir uns das ein bisschen anschauen, dann steht Sachsen eigentlich im bundesweiten Vergleich gar nicht so schlecht da. Es sind lediglich die Bereiche Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, die hier nicht angesprochen werden. In anderen Bundesländern sieht das ganz anders aus. Brandenburg zum Beispiel ist fast eine völlige Fehlanzeige im Hinblick auf Daseinsvorsorge in den Landesraumordnungsprogrammen, dort wo eigentlich das die Umsetzung auch der Daseinsvorsorge mit zur Grundlage gemacht werden sollte. Zentrale Orte hatte ich schon angesprochen vorhin. Die Karte kennen Sie und die Darstellung. Gerade die Diskussion um die zentralen Orte hat in den vergangenen Jahren immer wieder unter uns Raumplanern, auch innerhalb der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, übrigens auch eine Leibniz-Einrichtung, große Diskussionen ausgelöst im Hinblick auf eine notwendige Weiterentwicklung. Denn das zentrale Ortekonzept ist eigentlich sehr stark am Status quo orientiert und relativ statisch. Das heißt, es geht um das, was vorhanden ist. Das prägt im Prinzip den Status auch einer Gemeinde, nicht das, was vielleicht notwendig ist. Also da braucht man wahrscheinlich mehr Flexibilität und als strategische Weiterentwicklung der zentrale Ortekonzepte in den Bundesländern wird eine stärkere Homogenisierung angeregt, Zentralitätsstufen zu reduzieren zum Beispiel, dann Anzahl der zentralen Orte auch zu reduzieren. Die Frage der Finanzierbarkeit in der Zukunft spielt hier eine Rolle. Die Tragfähigkeiten zu definieren, zu überprüfen, Funktionsteilungen gezielt einzusetzen, Kooperation, also zwischen Städten, Gemeinden, ein äußerst schwieriges Thema, wie ich in den letzten 20 Jahren oder mehr immer wieder erfahren musste, Erreichbarkeitsrichtwerte definieren und Ausstattungsmindeststandards definieren. Das sind Aufgaben, die wir hier sehen. Schließlich im Bereich der Regionalentwicklung gibt es erhebliche Aktivitäten.
Aktionsräume der regionalen Entwicklung in Sachsen. Sie sehen hier, wie viele einerseits durch das Landesentwicklungsprogramm definierte formale Aktionsräume geschaffen worden sind, auf der anderen Seite eine sehr große Anzahl informeller, von unten getragener und an den Zielen der Raumordnung nur bedingt orientierter Initiativen aus den Gemeinden, aus den Landkreisen heraus, im Wesentlichen auch nach ähnlichem Handlungsprinzip erarbeitet, über Leitbilder, prozessbezogene Organisation, Kommunikation bis hin zu Handlungsfeldern und deren der Finanzierung, Finanzierungskonzepten, die meist allerdings dann doch ein relativ großes Problem darstellt. Die Titel sind durchaus, wiederholen sich, Zukunftsregion Zwickau oder zukunftsfähige Altmark, das sagt meist noch nicht so sehr viel über das tatsächliche Profil aus. Und ich glaube, hier kann man noch viel im Hinblick auf eine Schärfung der Aussagen tun und auch im Hinblick auf das Umsetzbare und Finanzierbare machen. Modellvorhaben sind ein wichtiger Aspekt, Modellvorhaben der Raumordnung, insbesondere des Bundes. Hier wird die Raumordnung tätig, zum Beispiel im Bereich der langfristigen Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen oder zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung, Infrastruktur, demografischer Wandel, Klimaanpassung und Ähnliches. Das sind hier nur einige Beispiele solcher Modellvorhaben, die durch den Bund gefördert werden. In den Ländern ist man da auch mit dabei. Die Erfahrungen, die wir damit immer wieder machen, sind doch, einerseits wird viel Initiative ausgelöst, aber so ein Projekt, das dann über 3 Jahre, 4 Jahre, vielleicht auch 5 Jahre mal finanziert wird, endet und dann ist die Frage, was kommt dann? Sind dann wirklich tragfähige Strukturen geschaffen? Meiner Erfahrung nach ist das meist nicht in dem Maße der Fall. Also was kommt danach? Wenn man auch da ein Fazit zieht, dann kann man sagen, die Raumordnungspläne haben insgesamt durchaus eine relativ schwache Steuerungswirkung, auch geringe Wirkungen in der tatsächlichen Umgestaltung und in der Sicherung von Daseinsgrundversorgung. Die Frage nach einem Überarbeitungsbedarf der zentralen Orte hatte ich angesprochen. Die Frage der Wiederholbarkeit bei Regionalentwicklungskonzepten oder Modellvorhaben steht im Raum. Die Frage einer kontinuierlicheren und besseren systematischen Evaluierung spielt eine Rolle und Finanzierungsfragen auch, weil in vielen Fällen Anforderungskonzepte formuliert werden, lokal, regional, die eigentlich an das Land oder an den Bund gerichtet werden, aber nicht an die Eigenverantwortung, an der Eigenverantwortung ansetzen. Was ist zu tun? Vielleicht nur noch ein paar wenige Aspekte hier. Ich denke, wir haben einerseits die Diskussion um Kohäsion in Europa und wir können uns weder dieser Diskussion entziehen, noch, denke ich, können wir dann auf der anderen Seite sie negieren, wenn es um unser eigenes Land geht. Die Frage der Verpflichtung aus dem Raumordnungsgesetz hatte ich zu Beginn bereits angesprochen. Ich denke, wir haben das zentrale Ortesystem als Pfeiler der Daseinsvorsorge. Dieses weiter auszubauen, halte ich für enorm wichtig. Von der Ausstattung zur Wirkung müssen wir allerdings kommen, nicht nur von dem Ausstattungsbestand, der dann die zentralen Orte definiert, sondern die Frage, ob wir Entwicklungszentren in stärkerem Maße schaffen wollen, etc. Herr Pfeil, Sie erinnern sich, dass wir seinerzeit mal einen Versuch gemacht haben, ein Konzept zu entwickeln, als Sie noch Abteilungsleiter für die Landesentwicklung zuständig waren. Es ist dann doch auch so ein bisschen an der politischen Wirklichkeit gescheitert. Das muss man auch als Wissenschaftler immer wieder mit in Kauf nehmen. Also von Ausstattungskatalogen vielleicht in der Diskussion zu Mindeststandards. Ich glaube, da sind wir auch momentan dabei. Wir brauchen mehr Koproduktion der Daseinsvorsorge und wie dieses aussehen kann,
ist in dieser Abbildung dargestellt. Wir brauchen die unterschiedlichen Akteure, nicht nur den Staat, nicht nur die Gemeinden, sondern in stärkerem Maße private Anbieter und insbesondere auch die Zivilgesellschaft. Also zivilgesellschaftliche Initiativen zu fördern, halte ich für enorm wichtig bei schwierigen Rahmenbedingungen, nämlich eine bestimmte Qualität von Dienstleistungsangeboten zu sichern, zu sozialverträglichen Preisen und bei einer akzeptablen Erreichbarkeit. Und schließlich die Mobilisierung regionaler zivilgesellschaftlicher Initiativen, die mir hier erheblich erscheint, Moderation von regionalen Transformationsprozessen, die nicht von alleine läuft, die Organisation von Lernprozessen, dass wir das, was wir aus Modellvorhaben lernen, auch tatsächlich in die gängige Praxis, in die Tagespraxis, in der Wissenschaft sprechen wir von Regimen des Handelns überführen und den Transfer von Ergebnissen stärker fördern. Ich komme zurück zu meinem Beispiel, das ich eingangs erwähnt hatte, vor mehr als 15 Jahren, die Tätigkeit in Johanngeorgenstadt bei der Suche nach neuen Perspektiven. Wir mussten doch, glaube ich, sehen, dass auf der einen Seite das Einebnen von Unterschieden in der Tat nicht geht, aber auf der anderen Seite alleinlassen geht auch nicht aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, bei der Daseinsvorsorge müssen wir in hohem Maße Realitätssinn auf allen Seiten bewahren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein spannender Blick in das, was an Herausforderungen uns bevorsteht bei diesen räumlichen Fragen. Was gibt es an Fragen, an Kommentaren? Ich kann mich an die dankenden Worte nur anschließen, Herr Professor Müller. Also Sie haben sehr schön in kartografisch exzellenter Form dargestellt, wie die ökonomische, soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit aussieht. Also ich empfehle das immer den Nachwuchswissenschaftlern im Forschungsdatenzentrum, also mein Name war Janisch, dass die auch das Instrument des Kartogramms nutzen. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob diese sehr gute Darstellungsform, die wirklich uns mit einem Blick, Sie haben ja ein rasantes Tempo vorgelegt, also mit einem Blick die Zusammenhänge erläutert, ob das im Prinzip auch weitere Verbreitung findet. Sie mussten mehrfach auf Ihren Raumordnungsbericht hinweisen, da müsste eigentlich jeden in der Hand liegen, beziehungsweise ob es auch Medien gibt, mit dem man das besser verbreiten kann. Also das Internet ist ein Medium, vielleicht sind die neuen Medien durch geeignete Darstellungsformen auf das Handy auch eine Möglichkeit, wo wir im Prinzip nicht nur die Spezialisten erreichen, die den Bericht tatsächlich im Büro liegen haben, sondern wo wir im Prinzip auch eine große Öffentlichkeit auch in der Politik oder in der Kommune mit einfachen Mitteln erreichen. Also das Statistische Landesamt, das ja eine Basis für viele ihrer Kartogramme geliefert hat, das hat zum Beispiel den Demografiemonitor ins Internet gesetzt und auch handyfähig gemacht. Und ähnliche Formen kann ich mir vorstellen, dass das für Forschungsprojekte spannend ist, dass das für ihre IÖR spannend ist und auch jetzt für unsere Politik, die sich mit den aktuellen Fragestellungen auseinandersetzt. Ja, herzlichen Dank. Entschuldigung erstmal, falls die eine oder andere Karte etwas zu schnell war, dann sehen Sie es einfach als Aufforderung, da nochmal nachzuschauen. Ich wollte mich jetzt nicht an den Details der Kartendarstellungen aufhalten, sondern mehr die generelle Botschaft rüberbringen und den Handlungsauftrag beziehungsweise auch die Differenzierung des Handlungsauftrags darzustellen, denn die Situation ist nicht überall so schlecht, wie Sie auch herbeigeredet wird. Ja, das können wir, glaube ich, in der Linie der heutigen Vorträge auch feststellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jemand, der zu den 2% gehört, die etwa einen Bereich nicht besondere Dienstleistungen nicht erreichen,
den interessiert nicht, dass der Durchschnitt wesentlich besser versorgt ist. Die Frage ist, und mit der müssen wir, glaube ich, auch offen umgehen, was passiert, gehen wir eher in eine Richtung, die versucht, überall alle Dienstleistungen auch zu vereinfachen, zu erleichtern, die Zugänglichkeit zu erleichtern, oder müssen wir auch in Kauf nehmen, dass es Gebiete ganz gezielt gibt, die leerlaufen werden in der Zukunft. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage, darüber denken wir auch nach und ich denke, da werden wir auch in der Zukunft nicht drum herum kommen. Das braucht dann natürlich noch mehr Überzeugungskraft und auch Darstellungsmöglichkeiten. Sie haben natürlich völlig recht, man kann Informationen, so wie sie da jetzt, ja nicht von uns, sondern es sind ja Dinge, die das Bundesamt für Bau, Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumentwicklung angelegt hat, teilweise mit unserer Beteiligung, die sind ja schon gut aufbereitet, aber natürlich auch für den Laien schwer lesbar trotzdem. Und wenn man sich die Bereitschaft der Politik, sich mit dem Raumordnungsbericht auseinanderzusetzen, ich weiß nicht, Herr Biedenkopf, wie Sie das früher gehandhabt haben, ob das für Sie so die Bettlektüre war, die Sie so für die neuen strategischen Überlegungen dann herangezogen haben. Ich hoffe, die Qualität hatten wir in Sachsen schon früh. Aber das ist ja nicht für jeden so etwas ganz Eingängiges und Selbstverständliches. Und wenn Sie nur die Karten bringen, dann sind die wiederum so differenziert und so detailliert, dass Sie eigentlich wenig ablesen können. Wenn ich Ihnen nur die Karten gezeigt hätte, hätten Sie wahrscheinlich gesagt, naja, jetzt schalten wir ganz ab, weil das kann man ja alles gar nicht im Einzelnen so verfolgen. Sondern Sie brauchen natürlich Erläuterung und Sie brauchen Erklärung dazu. Wir bemühen uns darum auch als Institut, ist ja ein gängiges Problem, natürlich setzen wir auch aufs Internet, natürlich setzen wir auch darauf, dass Sie Applikationen handyfähig haben, dass also unseren Monitor, wir haben einen IOR-Monitor, der sich mit Fragen der Flächennutzung auseinandersetzt und mit anderen Daten in der gesamten Bundesrepublik dann zu kombinieren ist, da kann man spielen mit. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, so den Spieltrieb auch ein bisschen zu aktivieren. Uns ist, ehrlich gesagt, noch nicht so gut gelungen, da wirklich den großen Preis zu ziehen. Ja, da ist, glaube ich, auch noch einiges an Arbeit notwendig, denn Sie müssen ja auch zielgruppenspezifisch müssen das aufbauen. Sie können es nicht einfach so hinstellen und sagen, so, jetzt jeder soll es sich dann bitte bedienen. Ich glaube, da muss man sehr viel auch Adressatenbezug und auch ja, Marktforschung letztendlich betreiben. Ne? Ja, Professor Müller, Feil, mein Name, Umweltministerium. Mich würde noch mal Folgendes interessieren, wenn man jetzt mal sich die sächsischen Verhältnisse anschaut, und wir haben ja heute schon mal darüber gehört, dass es durchaus einen Unterschied gibt, was die urbane Entwicklung betrifft, was die großen Städte betrifft und was den ländlichen Raum an sich betrifft. Und Sie haben jetzt auch noch mal das Prinzip der zentralen Orte dargestellt. Und auch hier ist ja so ein bisschen die Frage Realität und Wahrnehmung. Im Grunde genommen scheinbar Ausstattungsstandards auch in der Fläche relativ gut ausgeprägt. Wenn ich aber jetzt dann über Standards bei der Ausstattung der zentralen Orte nachdenke zum Beispiel, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass ich das den übrigen Bereichen, die in den Grund- oder Mittelbereichen um die zentralen Orte befinden, eben diese Standards eben gerade nicht definiere. Und dann sind wir natürlich relativ schnell in einer Diskussion, wir haben dort Menschenleben, wir haben dort Flächen, dann kommen wir mit der Politik oftmals in die Diskussion, stigmatisieren wir da nicht bestimmte Bereiche? Sie haben gerade so vom die Tendenz angedeutet, ob man nicht an bestimmten Stellen sogar von einer Entleerung sprechen muss. Wie diskutiert die Raumwissenschaft diesen Stigmatisierungsansatz, dass wir nicht bestimmte Bereiche in der Fläche des Landes einfach aufgeben?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Sie wissen das ja eigentlich noch selbst aus der Vergangenheit. Daran hat sich eigentlich gar nicht so sehr viel geändert. Natürlich ist jedes Aufgeben, jedes Zurückdrehen von Standards ist mit Frustration und auch politischen Konsequenzen in der Regel verbunden. Nur wir sehen ja, die haben wir momentan ohnehin. Und ich glaube, da braucht es Kommunikation. Ich denke, da wird zumindest in einigen Bundesländern einiges getan, um auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auch die Notwendigkeiten zu erklären. Auf der anderen Seite, denke ich, werden wir nicht drum herum kommen. Und letztendlich werden die, ja, wenn wir in Richtung Mindeststandards gehen und da zu einer gewissen Absenkung kommen, auch im Hinblick auf die Erreichbarkeiten, sicherlich andere Wege gehen müssen, dann haben wir eine Riesendiskussion. Aber der darf man nicht ausweichen. Und ich glaube, da könnte die Landesentwicklung durchaus auch noch, ich meine gar nicht die sächsische, sondern insgesamt die Raumordnung, Landesentwicklung, noch stärker auf die Überzeugungskraft von Fakten auch setzen und zumindest sie immer wieder in ihren Konsequenzen durchdenken und mit den Menschen diskutieren. Ich glaube, darum kommt man nicht herum. Ich glaube, Herr Biedenkopf, Sie haben das auch so gemacht. Ne? Und insofern, na gut, Sie haben es auch nicht schön geredet, oder? Gut, okay. Ja, Herr Müller, Sie haben sich in Ihrem Vortrag auf die Regionalsituation in Deutschland bezogen, was ja auch sinnvoll ist. Meine Frage wäre, spielt in diesen Überlegungen eine Rolle, dass es ja auch die Nachbarstaaten gibt, also hier etwa Polen, die Tschechische Republik, sind Verbindungen zu diesen Ländern eine Perspektive, gerade für die marginalen Regionen, also in Deutschland marginalen, oder ist das eine Geschichte, bei der Sie sagen, okay, da kann man mal über die Grenze fahren, aber an den substanziellen Dingen wird es nichts ändern? Da haben wir in der Vergangenheit auch sehr viel Hoffnung reingesetzt. Ich denke, da sind auch viele Dinge entstanden, auch grenzüberschreitende Kooperationsprojekte der regionalen Entwicklung. Ja. Da gibt es einige in Sachsen, unter anderem in Brandenburg gibt es, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schon ganz gut. Aber da ist auch die Frage der Kontinuität und der Wirkung dann insgesamt. Also so ein Projekt macht dann noch keine große Veränderung, dort, wo es dann mal klappt. Ja. Ich kann mich erinnern an die Erfahrung so aus den 90er, 2000er Jahren, wo wir das auch zum Beispiel im Zuge von Johann Georgenstadt, aber dann auch, das ist ja Grenzlage vom Vogtland aus, in anderen Erzgebirgsorten mit der tschechischen Seite versucht haben, dort auch Wirtschaftskooperationen etc., Kleinunternehmen, Zulieferer, Erleichterungen, seinerzeit noch war noch die EU-Außengrenze eine Rolle, spielte noch eine Rolle, später fiel das weg, da also Kooperationen zu entwickeln. Das waren auch ganz nette Treffen, die dann die Unternehmer auch von beiden Seiten zusammenbrachte. Deutlich wurde immer wieder, dass die insbesondere ausländischen Unternehmer, die Tschechen an der Grenze oder Polen an der Grenze, eigentlich kein Interesse hatten, mit den relativ schwachen Unternehmen in Sachsen, in den Grenzregionen zusammenzuarbeiten, sondern die haben sich dann doch lieber nach Westdeutschland orientiert und insofern ist das, abgesehen von Arbeitsmarktbeziehungen, von auch persönlichen Kontakten etc., doch ein bisschen ins Leere gelaufen. Also das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben in solchen Projekten. Und ich glaube, da ist es wirklich ein langer Prozess, ein langwieriger Prozess. Wir sehen, dass die Landesentwicklung natürlich, wenn Sie ins Internet schauen, sehen Sie den Landesentwicklungsplan, der ist auf Tschechisch, den gibt es auf Polnisch und so weiter. Da wird unheimlich viel getan, aber so im Ergebnis, das dann tatsächlich umzusetzen, da braucht es die lokalen Initiativen, die wirklich ein Interesse daran haben und die auch in der Lage sind, die Dinge voranzubringen. Und das sind dann doch häufig auch Zufallserfolge, die wir zu verbuchen haben. Ich habe auch noch eine Frage zu dem, was am Ende kam. Sie haben mich sehr laut gesprochen. Ja, ich höre Sie. Sie haben mich verschiedentlich angesprochen.
Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen zu entwickeln, aber mein Eindruck ist, auch bei den ganzen Planungsüberlegungen, dass sie von oben nach unten gehen. Dass sie also in den Räumen, in der sich was ändern soll, aus von einer bestimmten Stelle, zu der sie zuarbeiten, denn sie können es ja nicht machen, an die einzelnen kommunalen Bereiche, an die Kreise und so weiter, kommunalen sind die wichtigsten, herantreten und sagt, wir haben uns etwas überlegt, was ihr machen könntet. Also wir kommen nicht und sagen, wir sollt das und das machen, sondern ihr könnt doch selbst was machen. Und wir schaffen die Voraussetzungen, dass ihr das könnt. Das heißt, wenn ihr mit irgendwelchen Ideen mit mehreren Kommunen, die zusammenarbeiten wollen, kommt und sagt und ihnen sagen, wir haben das und das vor, können wir davon ausgehen, dass das gebilligt wird oder unterstützt wird oder so. Und die staatliche Ebene unterstützt das und tut das in einer Weise, dass diejenigen, die die Initiative ergreifen wollten, sie auch ergreifen können. Und es ist für die staatliche Verwaltung eine außerordentlich schwierige Situation. Denn sie sagt, wenn was schief geht, sind wir schuld. Wenn es gut geht, sind die anderen schuld oder wieder ein Dritter. Also die Zuordnung von Risiken ist eine wichtige Frage. Aber ich rede immer wieder davon, dass wir in Sachsen in den 90er Jahren nicht so weit gekommen wären, wie wir gekommen sind, wenn wir den Kommunen und den Kreisen und so weiter bei allen Fragen der Incentives nicht doch sehr viel Mitsprache gewertet haben. Wir haben zum Beispiel eine letzte Anmerkung, wenn sich herausbilden sollte, dass bestimmte Verbindungen von Kreisen oder Kommunen zur Stagnation führen oder zur Kulturarmheit oder Ärmung, dann haben wir diese Kulturkreise entwickelt, sodass in der Tiefe der Fläche Kultur angeboten wurde, Theater, Kino, alles Mögliche, Konzerte. Und auf diese Weise ist die Sache etwas weggeschoben worden von der rein ökonomischen und administrativen. Also ich empfehle nur, dass man das mal wieder aufnimmt. Ja. Wenn wir in Sachsen, das gilt für alle, aber in Sachsen ist es besonders schwierig zurzeit, aus Gründen, die ich nicht diskutieren möchte, aber wenn wir der Bevölkerung nicht den Eindruck erwecken, nicht nur erwecken, sondern ihnen auch die Chance geben, dass sie aktiv mitmachen und dass wir auch akzeptieren, dass sie Fehler machen. Wenn jemand keine Fehler machen kann, macht er gar nichts. Also er muss schon das Gefühl haben, wenn ich einen Weg fände und er ist nicht ganz richtig, werde ich nicht rausgeschmissen, sondern hilfreich koordiniert oder korrektiert. Ja, reizt mich natürlich auf die Punkte im Einzelnen einzugehen, könnten wir auch gerne vertiefen. Sie mahnen, ja, oder zum Ersten vielleicht, um Gottes Willen, Sie haben völlig recht, das, was in den 90er, 2000er Jahren in Sachsen erreicht wurde, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass hier eine weitsichtige Politik betrieben wurde unter Einbindung der kommunalen Handlungsträger, auch der Bevölkerung. Das muss man einfach sagen, da haben Sie völlig recht. Aber das mit dem Aufgreifen oder Wiederaufgreifen oder Vergessen, das würde ich jetzt nicht ganz so unterstützen, denn das ist so nicht der Fall. Das, was Sie schildern, ist ja so das, was wir seit vielen Jahrzehnten in der Wissenschaft als quasi Konzept einer endogenen Entwicklung diskutieren, was wir heute im Zuge von Transformationsprozessen, Gestaltung von Transformationen auch diskutieren, auf wissenschaftlicher Ebene, wo es darum geht,
genau mit den lokalen Handlungsträgern dann auch solche und durch die lokalen Handlungsträger und die Bevölkerung, Aktivierung der Bevölkerung, Initiativen entstehen zu lassen. Das kriegen Sie, selbst wenn die Gemeinde das macht, kaum hin. Das sehen Sie an den integrierten Stadtentwicklungskonzepten, wo es kaum funktioniert, dass die Bevölkerung tatsächlich wirklich in die Pflicht genommen wird. Wir machen im Moment einige Projekte, Modellprojekte, die vom Bund finanziert werden, in dem Fall vom Forschungsministerium, die so versuchen, Nachhaltigkeitstransformationen zu befördern, in dem Zusammenhang zum Beispiel bei der Einbindung von Bevölkerung haben wir uns in die Straßenbahn gesetzt, ja, oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und haben versucht, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch Ideen zu sammeln, daraus dann Arbeitskreise etc. entwickelt. Ich glaube, da ist viel Potenzial. Das muss man wesentlich gezielter nutzen. Ich glaube, dass nicht nur die sächsische Staatsregierung, sondern auch andere und auch der Bund genau das durchaus auch als Programm betreiben, was Sie sagen, nämlich mit relativ wenig Mitteln eine Prozessunterstützung zu geben. Die ganzen regionalen Entwicklungskonzepte, die ich gezeigt hatte, die Fragen der Modellvorhaben, der Raumordnung etc. laufen mit relativ wenig Mitteln und lösen und sollen auslösen Initiativen vor Ort. Das heißt, hier einen Rahmen zu bieten. Nur ist dort die Frage nach der Projektorientierung das Problem. Denn wie gesagt, nach einigen Jahren des Projektes gibt es einen Anforderungskatalog, der wird dann von den Kommunen auch an den Staat herangetragen und wird gesagt, mach das mal. Ist häufige Erfahrung. Sie mögen vielleicht den Kopf schütteln, aber es ist so. Und vielleicht nur ein Punkt, aber lassen Sie mich noch einen Punkt dazu sagen. Diese Initiativen auf der einen Seite. Der andere Punkt ist die Frage der Kooperation vor Ort. Ich habe mich seit 25 Jahren mit Fragen der interkommunalen Kooperation intensivst beschäftigt, auf verschiedenen Ebenen der Gemeinden und nicht nur im Zuge von Gemeindegebietsreformen und anderen Prozessen, sondern auch von Kooperationsnetzwerken zur Bereitstellung von Grundversorgung. In vielen Fällen funktioniert es nicht. In vielen Fällen funktioniert es nicht, dass die Gemeinden bereit sind, über ihren eigenen Tellerrand zu schauen. Und da müssen wir einfach so ehrlich sein, da braucht es viele Anstrengungen. Und da braucht es auch Anstrengungen von Seiten der Länder, von Seiten der Regionen. Schauen Sie, Regionalplanung ist kommunal. Dort sind in Bayern sind sogar die Gemeinden, die ab einer bestimmten Größenordnung Träger der Regionalplanung sind. In Sachsen sind es die Landkreise und kreisfreien Städte, die hier in der Pflicht sind. Also da gibt es genügend Potenziale. Ich glaube nur, dass wir die noch nicht ausreichend nutzen. Bin gespannt auf Ihre Zwischenrufe. Wir reden aneinander vorbei. Das kann sein. Nein, wir reden vollkommen aneinander vorbei. Sie haben wieder den Staat, wieder das Geld von oben. Ja, selbstverständlich, wo soll es denn sonst herkommen? Nee, wenn Sie also von einem Rahmen sprechen, nicht weiterführen. Wo soll der herkommen? Wir können ja mal, Sie sind in Dresden, ich bin in Dresden. Können wir mal drüber reden? Das wäre schön. Ja, ich lasse Sie zum Abendessen ein. So ist es, wie Sie es formuliert haben, nicht durchführbar. Mhm. Machen wir. Vielleicht noch kurze Nachfrage. Am Schluss stand auf der Folie zivilgesellschaftliches Engagement. Ja. Weiß man denn was drüber, ob es da Unterschiede gibt, in welchem Umfang es gelingt, das zu aktivieren für Daseinsvorsorge? Regional kann ich es jetzt aus der so nicht darstellen, aber die Fragen von Politikverdrossenheit etc. spielen da natürlich eine Rolle. Ja, dort, wo Politikverdrossenheit groß ist, dort ist nicht unbedingt die Motivation groß, selbst tätig zu werden. Das ist das Problem dabei. Man könnte ja auch anders argumentieren, dass man sagt, dort, wo die Politik einem sowieso nicht helfen kann, nehmen wir es selbst in die Hand. Und das fehlt uns an vielen Orten, glaube ich, doch noch. Also nicht kein Crowding out sozusagen, kein Verdrängen, sondern eher komplementär. Ne? Ja. Mhm.
Gut, wunderbar, es war sehr spannend. Okay, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, beim Kaffee weiter zu diskutieren.